Ciao. Wir sind ja schon bei Clip My House, ne? Ja, hallihallo hier bei uns bei Clip My House. Heute sind wir zu Gast bei Dorothee Schneider. Olympiasiegerin ist sie und sie ist hier zu Hause, genau hier, wo wir sitzen, ist übrigens auch ein ganz wichtiger dabei. Wir sitzen nämlich genau vor Showtimes Box, der übrigens eigentlich, glaube ich, viel lieber hier bei uns auf dem Schoß sitzen wollte. Der ist mordsinteressiert hier an der ganzen Veranstaltung. Das nächste Mal ist er auf jeden Fall mit dabei. Erstmal ein dickes Dankeschön, Dorothee, an Sie, dass wir hier sitzen dürfen und auch mit Ihnen vor allen Dingen natürlich plaudern. Sehr gerne. So, was wir heute vorhaben, wir wollen eigentlich mal alles wissen. Wir fangen mal vorne an und wollen dann einmal so alles wissen. Und zum Einstieg habe ich mir was erlaubt, da weiß die Dorothee nichts davon. Ich hoffe, sie schmeißt uns nicht gleich raus. Ich habe nämlich ein kleines Bild mitgebracht. Ich hoffe, dass man das auch ein Stück weit erkennen kann. Die Dorothee, die kennt das Bild. Dorothee, da sieht das jetzt so aus, als ob ich mich im Bild vergriffen habe. Es ist ein Springbild. Das heißt also, die Dressur war nicht von Anfang an das alleinig Seligmachende? Nein, also ich habe beides sehr gerne gemacht, Dressurreiten wie auch Springreiten, wie man sieht. Ich hatte ein tolles Kinderpferd, was beides, ja, was an beiden Dingen Spaß hatte. Und ja, bin dieses Pferd auch bis L-Springen geritten und ja, wie man sieht, hat es ganz gut geklappt und es hat riesig Spaß gemacht. Und ja. Bei Kinderpferd, der sieht schon aus nach einem Stockmaß von 1,68, 70. Sowas. Nee, ehrlich gesagt, der war 1,60 Meter Pferd. Da war ich noch ein bisschen kleiner. Ich wollte es gerade sagen. Wir sitzen hier jetzt in Framersheim. Aber das Ganze ging ja nicht in Framersheim los mit Ihnen und der Reiterei, sondern in der Nähe von Wiesbaden. Richtig. Erzählen Sie mal was. Ja, Domäne Mechtelshausen vor den Hauptstadttoren Wiesbaden. Und dort bin ich aufgewachsen, geboren in Mainz am Rosenmontag, in Mainz am Rhein. Ich bin also ein Faschingsgeck. Ja. Und in Wiesbaden, Nähe Wiesbaden aufgewachsen, Domäne Mechtelshausen. Ich bin also auf dem Lande, aber doch in der Nähe von der Stadt aufgewachsen. Und die Domäne, das war was genau? Das war ja kein reiner Waldbetrieb, oder? Nein, Domäne Mechtelshausen ist ein sehr, sehr großer landwirtschaftlicher Betrieb. Mein Vater ist ja Diplom-Landwirt, meine Mutter Hauswirtschaftsmeisterin. Und wir haben dort auch ausgebildet und meine Eltern haben diesen Betrieb bewirtschaftet und ich hatte das Glück, dort aufzuwachsen, also in der Natur, im Heuboot gebaut auf dem Speicher und weiß ich nicht, also wir waren eine Clique von 5, 6 Kindern und ich bin sehr behütet, aber doch nicht behütet, dort aufgewachsen und habe auch dort das Pferd lieben gelernt. Mit dem Reiten ging es da los, aber irgendwann war der Break. Irgendwann kam hier Framersheim und dann waren es ja echt nur noch Pferde. Wie kam es dazu? Es kam so, dass diese Domäne war ja immer über 18 Jahre lang gepachtet. Die war fast 100 Jahre in unserer Familie. Und irgendwann kam der Regierungswechsel in Hessen und dann wollten sie also vor der Landeshauptstadt ein Pilotprojekt starten. Und dann ist der Pachtvertrag nicht verlängert worden. Oh. Und wir mussten uns also quasi eine andere Bleibe suchen. Es war 3 Jahre Übergang. Mein Vater als Diplomlandwirt, natürlich, das war schon existenziell, was da passiert ist. Oh. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht und das ist jetzt hier klein, aber Meiden. In Framersheim. Und da haben wir uns jetzt was neu aufgebaut. Also neu aufgebaut ist auch falsch, das war 1990. Fast neu, fast brandneu. Sie sind, glaube ich, seit 2000 genau hier alleinige Inhaberin und Leiterin des Betriebs oder seit wann ist das? 2000 ist das überschrieben worden. Aber meine Eltern und ich, wir haben das zusammen gestartet hier 1990. Es gab eine kleine Reitanlage, die etwas erweitert wurde, mit einem Wohnhaus und noch einen Stalltrakt. Und ja, dann haben wir das zusammen aufgebaut und irgendwann wurde der Betrieb an mich übergeben. Aber wir haben das immer als Familienbetrieb weitergemacht, immer Hand in Hand. Sie wohnen ja auch noch mit hier, immer noch. Und Sie wohnen auch hier, also das ist wirklich immer noch eine sehr enge Familienangelegenheit. Ja, und meine Eltern greifen mir auch immer noch tatkräftig unter die Arme, was sie noch können. Sind beide jetzt auch schon über 80, aber
mein Vater sitzt noch im Büro, meine Mutter geht noch ans Telefon und bringt mir morgens immer meinen Kaffee an den Platz. Und es macht einfach Spaß, wenn meine Eltern eben auch daran teilhaben und mitfiebern und stolz sind. Und und das macht schon Spaß, wenn man da in der Familie so einen Betrieb dann aufbaut. Ich weiß, das haben Sie mal erzählt, Sie wollten eigentlich ganz ursprünglich mal Tiermedizin studieren. Dann kam es anders, nicht zuletzt durch den Kauf hier von Gestüt St. Stephan. Wieso haben Sie sich damals gegen die Tiermedizin entschlossen? Und Frage B natürlich, haben Sie es hier bereut? Ja und nein. Also ich habe nach dem Abitur ja erstmal eine Banklehre absolviert. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil jemand, der in der Natur verbunden ist, setzt sich ja eigentlich nicht in die Bank. Aber ich habe gedacht... Nochmal, es hört sich ein bisschen unspannend an. Ja, es hat aber einfach Vorteile gehabt. Ich habe gelernt, mit Menschen und mit Geld umzugehen und diese Dinge auch mal von der betriebswirtschaftlichen Seite zu sehen. Ich habe den Besamungswart gemacht, das in Sachen Pferde. Ich habe die Ausbildungen beide, Zucht und Haltung und Reiten gemacht und sind wir dann hier in Framersheim gelandet und haben hier einen, glaube ich, sehr guten Ausbildungsbetrieb aufgebaut. Sie haben dann aber, wenn ich das richtig weiß, schon wegen dieser Anlage gesagt, okay, Studium ist nicht drin, ich muss jetzt hier mit ranklotzen. Das ist richtig, weil wir sind umgezogen und meine Eltern waren ja nun auch schon damals über 50. Und dann war die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht? Ziehen wir mit unseren Pferden, machen wir nochmal eine Anlage oder ziehen wir nochmal was zusammen auf? Und dann haben meine Eltern gesagt, können wir gerne machen, aber dann brauchen wir dich. Und dann ist halt die Entscheidung auch gefallen, dass ich quasi direkt in den Betrieb eingestiegen bin und wir das hier gemeinsam aufgebaut haben. Jetzt haben Sie eben witzigerweise gesagt, bereuen ja und nein. Ich meine, Sie sind olympisch Gold dekoriert, Sie haben alles erreicht. Ja, aber Tiermedizin wäre schon auch ein Beruf gewesen, der mich sehr, sehr gereizt hätte. Aber wenn man es mal realistisch sieht, das ist auch ein Beruf, der alleine dasteht. Den muss man auch voll ausüben und dann kann man nicht nebenbei noch 5 oder 6 Pferde reiten, sondern das geht zeitlich ja nicht. Und deswegen war es dann auch sinnvoll, eine Entscheidung zu treffen. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Vollblut-Ausbilder. Ich liebe die Pferdeausbildung. Ja, genau. Und mir macht das einfach riesig Spaß. Und ich bin froh, dass ich mein Talent zum Beruf gemacht habe. Und der Umgang mit Pferden, das ist einfach mein Leben. Und so ist es dann halt so gekommen, dass ich keine Tiermedizin studiert habe, sondern den anderen Weg eingeschlagen habe. Jetzt haben wir ja so ein bisschen was übersprungen. Man wird ja nicht mal eben Top-Ausbilderin, Olympiasiegerin. Der Weg ist ja echt lang. Und dann hat man natürlich früher öfter mal auf den Turnieren, ach ja klar, der Vater, der ist ja selbst Grand Prix-Ausbilder, der hat das alles beigebracht. So war es aber nicht wirklich. Nein, also meine Eltern, ja, immer schon selbstständig gewesen, auch Domäne Mechelshausen, viel beschäftigt. Wie gesagt, großer landwirtschaftlicher Betrieb. Meine Eltern waren viel unterwegs, beziehungsweise hatten viel Arbeit. Und wir Kinder sind so mitgelaufen, sag ich mal. Und ich war natürlich sehr pferdeaffin von Anfang an und habe versucht, mir immer viel bei meinem Papa abzuschauen. Und dann bin ich hinter die nächste Ecke verschwunden und habe selber mal geübt. um einfach, weiterzukommen und zu lernen. Und meine Eltern hatten gar nicht so viel oder mein Vater gar nicht so viel Zeit für mich, da so hinterher zu sein. Also ich habe dann nie Druck gekriegt. Ich wollte das und ich hatte da Spaß. Und ich habe jemand, der sagt, ja, die Tochter vom Richter und so. Das stimmt einfach nicht, weil meine Eltern waren da nie... Meine Eltern waren da nie hinterher. Die haben sich natürlich gefreut, dass ich Talent habe und dass ich da... Hast du dich verschluckt? Ja. Und dass ich da richtig Ehrgeiz entwickle im positiven Sinne, aber es hat nie Druck gegeben, sag ich mal. Ich habe von Ihnen auch in jungen Jahren, haben Sie erzählt, da haben Sie zu Weihnachten Ihren ersten eigenen Sattel gekriegt und Sie waren 14. Da hatten ja andere schon ihr 5. eigenes Pony, so nach dem Motto. Und dann habe ich diesen wunderbaren Ausdruck gelernt, den ich vorher noch nie gehört hatte. Sie haben sich diesen Sattel erfegt. Ja, mein Papa, der hat immer gesagt,
wer hier richtig ranglotzt, der kriegt dann auch was ab irgendwie. Und ich habe schon ja immer im Stall gern die Arbeit gemacht und ich habe viel gefegt und einmal geschleppt und weiß ich nicht was. So sehen meine Hände jetzt auch aus. Aber egal, das hat riesig Spaß gemacht und hab mir das so ein bisschen erarbeitet, ja. Aber ja, dann ist kann man Sattel, so beschreiben. Da sitzt man wahrscheinlich dann wie auf Wolken, stelle ich mir vor, im ersten eigenen erfegten Sattel. Das finde ich immer noch wunderbar. Aber am schärfsten sind doch noch die roten Stiefel. Ja, so weit war ich noch nicht. Ja, okay, ja. Nächstes Stichwort, rote Stiefel. Ja, weil ich hatte, es gibt Bilder von mir, da sitze ich mit roten Straßenstiefeln auf dem Pferd, weil ich einfach etwas länger gebraucht habe, bis ich Radstiefel bekommen habe. Das waren also ganz normale Stiefel mit einem Reißverschluss und das waren meine ersten Reitstiefel. Aber das ist nicht schlimm, das ging genauso gut. Ich wollte gerade sagen. Und irgendwie ist es heute, freue ich mich drüber, dass es so gewesen ist, weil ich weiß, mir ist jetzt nichts immer hinterhergetragen worden. Ich habe mir das ein bisschen erarbeiten müssen, was sich nicht negativ anhört, sondern positiv, weil ich bin heute froh, dass es so ist. Das klingt ja fast so, als ob Sie ab und zu noch die roten Stiefel rausholen und nochmal, obwohl die würden ein bisschen klein sein. Die wären heute ein bisschen klein. Ein bisschen klein. Ich habe doch etwas ausgelegt. Okay, dann kommt ja dieser Weg, der ist ja weit. Sie haben ja auch einige verschiedene Pferde geritten. Klar, wir hatten für den Schimmel gesehen, mit dem Sie gesprungen sind. Das Protégé. Protégé, genau. Der hat, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt. Aber jetzt komme ich zu einem Pferd, das 34 Jahre alt geworden ist. Und ich glaube, ich plaudere jetzt kein Geheimnis aus, das war, glaube ich, so das Pferd Ihres Lebens, Ihr Lieblingspferd. Das kann man so sehen, ja. Van Dijk hat mich einfach 34 Jahre meines Lebens begleitet. Wir haben ihn selber gezogen, aufgezogen, angeritten, ausgebildet. Mein erstes Grand Prix-Pferd, oder die Aufbauprüfungen auch. Mich einfach ein ganzes Leben lang begleitet. Und so ein toller Charakter. Und sowas hat man einfach eigentlich nie. Und auch hier in Framersheim hatte etwas Probleme, sich umzustellen, war schon ein sehr selbstbewusstes Pferd. Halbblüter, hatte immer viel Bewegungsdrang, dieses Pferd. Und aber der hat sich, ja, hat einfach, ich habe ihn mit 16, 17 aus dem Sport genommen und habe ihm meine Auszubildenden manchmal noch begleitet und ihnen was beigebracht. Er hat sich hier, der ging jetzt im hohen Alter zweimal am Tag auf Paddock, auf die Wiese. Der hat ja Wellness gemacht. Auch noch, war lange im Deckeinsatz bis 28, bis ich ihn dann irgendwann mal rausgenommen habe, weil ich dachte, nicht, dass er mir hier einen Herzkasper kriegt auf dem Atom. Aber also immer mit jeglicher Hinsicht viel Ehrgeiz ausgestattet und einfach eine solche Persönlichkeit, dass er bei uns wirklich der Chef genannt wurde, weil wo der hingegangen ist, da ist man dann auch mit hingegangen, um das mal so auszudrücken. Und ich habe so viel erlebt mit diesem Pferd und er hat mir auch so viel beigebracht, auch allein von seiner Art. Und es war schon, 34, glaube ich, ein tolles und erfülltes Leben, weil er hier auch wirklich lange auf der Wiese rumtollen durfte und seinen Charakter präsentieren durfte. Aber wenn dann sich so ein Pferd verabschiedet, dann ist das schon schlimm. Und ich muss sagen, ich wusste, dass ich darunter leiden werde, aber dass es so an mich geht, dass ich nach einer Woche mich dann noch Menschen angesprochen haben, dann sofort die Tränen runtergerollt. Ich konnte es einfach nicht wegdrücken, was ja auch schön ist, weil dieser Zusammenhalt zum Pferd, diese Verbindung, die ist einfach da gewesen, die ist auch immer noch da und der guckt bestimmt da oben zu, was wir hier so der treiben. Freut jetzt, dass wir ihn nicht vergessen. Der freut, dass wir ihn nicht freut sich, dass wir ihn nicht vergessen und fiebert bestimmt auch mit, wenn wir zum Turnier fahren, weil der war immer einer, der hier aus dem Stall raus ist und der LKW war offen oder der Hänger, schwupps, wollte da rein. Also der wollte immer mit und das Pferd, das war schon ganz, ganz besonders. Sie haben das so schön gesagt, das war eigentlich echt ein Lebenspartner. Also 34 Jahre, das ist ja auch wirklich vollkommen sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, wenn ich das so sage. Jetzt haben wir sitzen hier vor Showy. Da hinten steht aber dann auch Sammy Davis und hier stehen ja ganz viele Pferde. Und Sie reiten ja sehr viele Pferde. Jetzt kommt hier die Frage bei uns auf Facebook,
Gibt es auch aktuell ein Lieblingspferd oder dürfen wir die Frage vor Ihnen jetzt gar nicht besprechen? Dann wird er vielleicht sauer. Ja, das hört sich immer so nach Wertung an. Wir sitzen schon vor dem Pferd, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil Showtime, sie hat einfach eine ganz spezielle Geschichte, wenn man mit 3 Jahren sich zusammentut und einen Weg zusammengeht und ein Pferd dann ausbildet und ein Teamwork hat sozusagen und landet dann in Rio gemeinsam, ein Pferd selber so weit gebracht hat und so viel miteinander erlebt hat, dann ist das schon, der macht Faxen. Ja, dann ist das schon besonders und ich habe einfach einen ganz, ganz besonderen Draht zu dem Pferd. Aber ich versuche, gell, Showy? Ja. Aber ich versuche, das wirklich mit allen Pferden so zu haben, die ich reite, mit denen ich arbeite, weil es einfach auch ein Bestandteil meines Konzeptes ist, weil ich glaube, dass wir ja zusammen eine Symbiose haben wollen. Wir wollen uns ja gegenseitig verstehen und miteinander gymnastizieren und diese Dinge erarbeiten, was sich ja über Jahre hinzieht. Und ich glaube, das geht nur, wenn das Pferd sich freut, mich zu sehen. Und deswegen, ich wohne ja auch hier genau gegenüber. Und wenn ich hier aus meiner Haustür rauskomme und einmal rufe, dann gucken sie auch alle und freuen sich. Und da geht mir das Herz auf. Und das Gefühl habe ich auch, wenn ich drauf sitze. Weil ich einfach merke, dass über Rückmeldung, über Lob, über ein gutes Gymnastizierungskonzept, ein Spaßprogramm fürs Pferd, ein Rundum-Konzept entsteht, wo das Pferd wirklich Spaß hat an dem, was es tut und dann im Endeffekt auch Spaß hat, schwere Dinge mit einer Leichtigkeit zu absolvieren, dass die Qualität und die Schönheit des Dressursportes dann auch offensichtlich wird. Und das gehört einfach mit zu meinem Konzept, eine nahe Verbindung zu haben und anders geht es auch, glaube ich, nicht. Ich würde es gar nicht Konzept. Nein, das hört sich so pragmatisch an. Es ist einfach emotional. Das ist ja echt eine Philosophie, die da, ja, eine Passion sicherlich. Richtig, richtig. Und wenn ich jetzt hier auf meinen Zettel gucke, das hat sich fast schon erledigt. Also vielen Dank für diese Frage. Wie schafft man es, sich auf jedes Pferd so toll einzustellen? Aber ich glaube, ganz viel Antwort steckte gerade schon in Ihnen drin, oder? Da war schon viel Antwort dabei. Aber es ist auch, glaube ich, das Bewusstsein, dass wir es mit Individualisten zu tun haben, dass wir mit Pferden arbeiten. Jedes Pferd hat einen anderen Charakter. Gibt es ein fauleres Pferd, ein Pferd, was zu viel Ehrgeiz hat oder auch mal übermütig ist oder so. Und sich darauf einzustellen und zu fühlen, was ist eigentlich bei diesem Pferd jetzt der Punkt, welche Vorteile, welche Nachteile, was kann ich mir für ein Trainingskonzept überlegen, um dass dieses Pferd besser mit seinem eigenen Körper zurechtkommt und dann bei diesem Training eben von oben oder auch von unten im Umgang immer auch eine Rückmeldung zu geben, wenn was positiv war. Das zu sagen, Mensch, das hast du jetzt klasse gemacht, weil ich empfinde das immer wieder so, dass die Pferde dann gehen die Ohren nach vorne und die sagen dann, machen wir jetzt nochmal und machen wir nochmal besser. Mhm. Weil es einfach, motivierend ist, gelobt zu werden. Und das merkt man auch in der Zusammenarbeit und dadurch entsteht, glaube ich, eine Symbiose zwischen den Pferden und mir, die ich reite. Und, dadurch, ich versuche sie zu verstehen und dadurch ist es, glaube ich, auch ein Einstellen aufeinander. Ich möchte nicht, dass das Pferd sich auf mich einstellt, sondern ich versuche, dass ich verstehe, wie das Pferd funktioniert und dass ich mich dann darauf einstelle und dann eben in diesem Sport auch schöne Bilder produzieren kann. Das tun Sie. Das können wir, glaube ich, alle bescheinigen. Danke. Sie machen das natürlich mit den Pferden so, wenn ich Sie so höre, Sie geben ja auch sehr viel Unterricht oder eine ganze Menge Unterricht, zumindest soweit das zeitlich überhaupt alles noch machbar ist. Ist das genauso? Sind Sie da genauso nah dran? Oder ist es dann schwierig, nicht zu viel fürs Pferd zu denken, dass man dem Reiter da oben vielleicht suggeriert, so und so wäre doch alles besser, du kannst das gerade nicht? Nein, ich glaube, das ist ja das Ziel eines Reitunterrichtes, das Pferd mit dem Reiter zu verbinden und dem Reiter auf die Sprünge zu helfen, was könnte jetzt
ja der Fall sein, dass was könnten wir unternehmen, dass wir uns besser oder dass wir besser miteinander kommunizieren könnten, dass man das Pferd sieht und vielleicht eine Idee hat und den Reiter hat und dem eine Idee gibt, um dann eben das Gefühl zusammenzubringen und dann den Aha-Effekt zu haben, jetzt habe ich es verstanden, wie reite ich ein Schulter herein oder wie biege ich mein Pferd, dass man das zusammenbringt, weil man sieht ja, der Reiter hat vielleicht Dinge, die er sehr gut macht oder auch mal Dinge, die er vielleicht noch nicht so gut macht, das Pferd hat auch Dinge, die es gut kann oder nicht so gut, und das eben zu erkennen und zu analysieren und dann aufeinander zu bringen und diese Dinge zu üben und dann dieses Zusammenwachsen, das ist ja dann nachher das, was dem Reiter auch Spaß macht und dass er merkt, mein Pferd versteht mich, ich komme weiter, das ist ein Konzept, was aufgeht, das ist, und dass es eben weitergeht und das macht mir dann Spaß und ich versuche eben das so zu vermitteln. Es ist immer, es sind zwei Lebewesen, die zusammenwachsen und die dann auch Spaß an der Sache haben wollen. Manchmal fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, wie machen Sie das alles? Morgen fliegen Sie meines Wissens schon wieder nach Hagen, um dort zu trainieren. Sie haben hier eine EU-Besammungsstation. Sie haben Hengste, Sie haben Auszubildende, Sie reiten. Wie viele Pferde am Tag sind so im Schnitt? 12. 12? Da ist ja eigentlich schon, da sind ja schon zwei Tage rum praktisch bei Wie groß ist Ihr Team? Wie viel Unterstützung haben Sie hier? Wie kriegen Sie das alles gemanagt? Oder sind Sie ein extrem guter Organisator? Müssen Sie sagen. Also ich glaube, ich weiß den Plan schon gut, den Tag schon gut auszuplanen, sag ich mal. Und auch, also es kommt keine Langeweile auf. Nein, es kommt keine Langeweile auf. Und auch so zu planen, dass es eben, dass ich auch viel gemanagt und gemacht kriege in der Zeit. Aber ich muss sagen, ich habe auch ein sehr gutes Team von 11 Leuten, die mitreiten, die mithelfen, die rund ums Pferd die ganzen Pflegedinge auch machen, weil das kann ich ja nun mal nicht alles selber machen. Aber ich habe einfach das Gefühl, das Team steht hinter mir, unterstützt mich, ist auch da, wenn ich mal nicht da bin. Und die Pferde werden auch so gearbeitet in meinem Sinne und in meinem Stil, wenn ich nicht da bin. Und ich habe auch langjährige Mitarbeiter, die auch hier gelernt haben und sich danach übernommen, die sehr lange schon hier sind. Ich einfach weiß, Fels in der Brandung, die sind einfach da, wenn ich nicht da bin. Und auch so der tägliche Ablauf, das ist einfach gut organisiert und ein Hand in Hand. Und Besamungsstation ist auch von einer Besamungswartin betreut, also das ist schon alles so organisiert. Natürlich muss man immer hinterher sein, dass auch alles klappt und alles eben da sein. Aber ich muss sagen, ich bin da sehr stolz auf mein Team. Die machen einen tollen Job und ermöglichen eben auch die Zeit für den großen Sport. Ich glaube, genau was Sie eben sagten, Fels in der Brandung, wir kennen uns so lange, Sie verlassen sich drauf. Das war die Frage, die noch bei uns angekommen ist. Unterstützung im Stallalltag, 11-köpfiges Team. Das will natürlich gemanagt werden, aber ich kann, ohne so ein Team geht es ja sowieso gar nicht. Stimmt. Jetzt muss ich einen klitzekleinen Sprung machen. Fels in der Brandung. Brandung, Wasser, okay, das ist jetzt ein bisschen gewollt, diese Überleitung. Oh. Sie gelten ja doch eher als manchmal ein bisschen zurückhaltend und sehr auf die Pferde fokussiert. Bis ich dann irgendwann mal lernte, Sie sind ja auch unglaublich risikofreudig. Das sieht man Ihnen ja nicht ganz unbedingt an. Und die größte Risikofreude, die Sie mir mal erzählt haben, die hing mit Wasser zusammen. Aber Gott sei Dank, Sie sitzen ja hier. Sie haben einen Segelturn gemacht, aber nicht einen ganz normalen. Was haben Sie gemacht? Ein Segelturn. Wir sind von Martinique bis Mystique runtergesegelt, zu zweit, also Karibik, und dann wieder zurück. Und haben halt abends, bevor es, da wird es ja sehr früh dunkel, 18 Uhr ist es schon stockdunkel, Häfen angefahren. Waren und da Sie geankert. Passionierte Segler? Nein, mein damaliger Lebenspartner war passionierter Segler, okay, also ich eher der Stümper dabei. Aber ich habe Spaß am Wasser und ich habe Spaß an Schiffen und hatte einfach Lust, das mitzumachen. Und wir haben uns dann eine Tour ausgesucht und sind dann einfach, eine geplante Tour, aber zu zweit losgeschippert sozusagen. Und das war spannend, das hat riesig Spaß gemacht, aber auch manchmal wirklich Abenteuer.
Nee, das war ja wahrscheinlich auch eher so ein Bötchen. Und das, also klein, oder? Und wenn da mal, da ist ja auch richtig Wind mal. Ja, da gab es dann auch schon, da habe ich mich auch manchmal gefühlt wie in der Nussschale, wenn es abends oder nachts richtig gestürmt hat und das Bötchen da hin und her gewackelt ist. Also das war schon spannend. Einmal hat sich das Seil in der Schraube verfangen und mein Lebenspartner ist dann quasi an die Schublade, Messer raus, reingesprungen und das Seil da wieder gelöst. Also es war schon Abenteuer, aber es hat riesig Spaß gemacht und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Ach du lieber Gott. Sind Sie denn ins. Aber sonst sind Sie nicht so ein risikofreudiger Typ? Oder zu. Sag doch mal. Maxi ab. Maxi. Joey. Würden Sie sich sonst als sehr risikofreudig bezeichnen oder eher nicht so? Doch schon. Also so einen Tandemsprung vom Himmel habe ich auch schon gemacht. Also jetzt nicht so, dass ich da jetzt unbedingt mein Leben da riskieren wollen würde. Aber also ich bin jetzt auch kein Schisser, sag ich mal, der sich in die Ecke setzt und nichts traut. Also ich glaube, es ist ein gutes Mittelmaß. Sie sagen das ja selber so schön, 98% meines Lebens dreht sich eigentlich um die Pferde. Aber diese ein, zwei Wochen im Jahr, die gönnen Sie sich schon und die haben dann mit Pferden nichts zu tun. Nein, die haben dann mit Pferden nichts zu tun und dann geht es auch eher darum, weil, also das Jahr ist schon recht anstrengend, auch mit den ganzen Veranstaltungen, es macht riesig Spaß, aber man hat ja dann auch, man möchte auch mal was anderes sehen und dann habe ich auch schon mal Spaß, dass ich einfach mal am Strand zu liegen und zwei, drei Bücher durchzulesen oder eben mal eine Städtereise zu machen oder kulturell was zu machen, aber dann auch eben mal ohne Pferd. Aber mein Betrieb fährt natürlich immer mit. Also man hat ja dann schon immer heutzutage ja immer das Handy dabei und dann ja, bin ich dann ja schon in Kontakt. Aber ich versuche schon auch dann mal abzuschalten und einfach mal was anderes zu sehen. Ja, das muss wahrscheinlich ab und an auch mal sein. Abschalten, das dürfen die ja auch. Ich glaube, die gehen sowieso bei Ihnen alle aufs Paddock, oder? Prinzipiell. Gibt es irgendwie sowas, was die alle machen? Sie sagten so schön Spaßprogramm. Ich meine, wir haben ja nicht jeden Abend so eine Show, dass wir ihn unterhalten können. Ja, also die Pferde gehen bei mir alle aufs Paddock. Es sei denn, sie können gerade gesundheitlich das nicht, aber dann gehen sie auch auf alle Fälle zweimal am Tag raus und werden noch mal eine halbe Stunde geführt. Es gab ja ein witziges Bild im Winter, als bei mir die Paddocks gefroren waren, hatten wir eine riesen Karawane mit Schritt für Pferden. Und ansonsten dürfen die aufs Paddock und auf die, und die Paddocks sind bei uns ja relativ groß, also die können nochmal traben, galoppieren, sich im Sand baden, Sonne tanken und auch auf die Wiese. Und ja, und an der anderen Tageshälfte wird halt geritten und gymnastiziert und dass die einfach auch chillen dürfen und sich mit sich beschäftigen können, sich auch mal so bewegen können, wie sie wollen. Und ja, das gehört einfach zu meinem Konzept, weil ich finde, dass die Pferde dann auch mental offener sind für den Sport. Und mental offen, das würde ich sagen. Ja, es beschädigt sich hier und auch gesundheitlich einfach, weil sie auch mal rumgaloppieren und einfach die Knochen und die Sehnen und die Bänder auch was gewöhnt sind. Und ja, und dann das Miteinander gymnastizieren und Spaßprogramm und dann sieht man ja, der hat Spaß, dass wir jetzt hier sitzen und badet sich genau nach ihm in der Aufmerksamkeit. Gefragt, ob er ein besonderes Programm hat oder er macht das, was die anderen auch machen. Er hat jetzt nicht noch das extra Unterhaltungsprogramm, weil er so ein mental offener Typ ist. Nein, also die haben ja schon viel Unterhaltungsprogramm. Die, ich glaube, ganz viel mehr. Die müssen ja auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, die Pferde. Aber wie gesagt, die sind zwei, drei, vier Stunden am Tag noch zusätzlich draußen und dann eben noch reiten. Und ich habe ja so ein Programm, dass ich meistens zwei Tage ein bisschen gymnastiziere, mehr mache, einen Tag wieder ein bisschen weniger in die Dehnungshaltung, dann wieder ein bisschen mehr. Also ich versuche das immer so von Pferd zu Pferd auch zu erfühlen, was so Sache ist, wie die so antraben, wie die Motivation ist. Und dann mein Training auch darauf einzustellen. Das war Fohlenhof Rockenroß. Ja, ich glaube, sie möchte auch mal einen Mittelpunkt. Nächstes Mal bauen wir drüben bei dir auf. Jetzt haben wir ja am Ende eines jeden zu Gast bei Talks, so nenne ich das jetzt mal. Wir sind ja total modern. Wir haben ein Speed-Interview. Heißt, ich frage A oder B und Sie müssen möglichst schnell sich entscheiden. Okay? Ja.
Also dafür muss die Brille mal eben auf. Ich glaube, ich weiß die erste Antwort schon. Wir legen mal los. Sekt oder Selters? Sekt. High Heels oder Overknees? Overknees, ganz klar. Pinscher oder Dogge? Dogge. Einsame Insel oder Ballermann? Einsame Insel. Live-Interview mit uns hier oder langweiliger Couchabend? Eindeutig das Live-Interview. Das wollten wir hören. Das war mir doch klar. Vielen, vielen Dank. Der Tag ist sehr, gerne. Sehr lang von Ihnen, das weiß ich. Vielen Dank hier auch, dass wir deine Box belagern durften. Das war's bei uns. Wir waren zu Gast bei Dorothee Schneider hier in Framersheim auf dem Gestüt St. Stephan. Ja, und ich glaube, wir haben eine ganze Menge über Sie erfahren. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Schönen Abend. Ja, jetzt plaudern wir wieder. Couch haben, aber ich habe, es war nicht die Möglichkeit.